Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Wir versuchen das Level nochmal. Kurze Änderung zu vorher, ich werde immer rausschneiden, wenn ich das Kistengefummel hier am Anfang mache, weil das auf Dauer, glaube ich... Naja, wenn man sowas Langweiliges im Spiel hat und es immer wieder tut, weiß man irgendwann nicht mehr, was man sagen soll und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber ab hier werden wir uns dann immer sehen, falls ich gestorben bin. So, da sind die beiden Typen, Torben und Jürgen, heißen sie, glaube ich, in der spastischen Version. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur hier, um Hebel zu ziehen. Zum Beispiel diesen dort, diesen gelb-schwarzen Hebel. Bin darauf hingewiesen worden, dass es doch gewisse Glitches gibt, die ich benutzen könnte, um mich durch das Glasfenster am Anfang zu buggen. Und will an der Stelle einfach nochmal erwähnen, dass ich in diesem Run nicht absichtlich Glitches benutzen will, weil das irgendwie die Challenge natürlich rausnimmt. Also ganz ehrlich, wenn ich alle Glitches benutzen würde, von denen ich weiß, wären wir vielleicht mit dem Spiel schon durch. Insofern, das ist einfach nicht Sinn dieses Projekts hier. Wenn sowas versehentlich passiert, okay, nehme ich es als Glück hin. Ist bisher noch nicht passiert in meinem ganzen Leben, sowas wie Glück. Nein, Quatsch, sowas wie Glitches, die dann mir das Leben gerettet haben. Aber vielleicht kommt das ja noch. Fakt ist auf jeden Fall. Okay, das wäre es jetzt fast gewesen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss Vorsicht-Tiger sein. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Tigerarten. Der Vorsicht-Tiger ist einer davon, logischerweise. So, was mache ich hiermit? Hiermit öffne ich die Klappe im Flugzeug. Genau. Da müssen wir jetzt runter. Und dann machen wir die Rotoren raus. Und dann müssen wir diesen riesen Umweg wieder gehen. Der nervt ja auch sowas von. Beim ersten Mal nicht so sehr, aber beim hundertsten Mal. Naja, man merkt es schon. Ja, man merkt es. So, wir müssen an dem Rotor wieder vorbei. Genau. An dem Ventilator, meine ich. Und holen uns da direkt wieder das grüne Secret. Ich habe so ein kleines Problem. Ich weiß. Das wirst du nicht tun. Ist das dein Ernst? Warum? Ich bin dieselbe Route immer geschwommen. Ich habe sogar ein Handtuch auf den Liegestuhl gelegt. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, können wir uns den lustigen Anfang nochmal ansehen. Hurra. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich keine Ahnung habe, ob ich noch einen Save habe oder ob ich jetzt genau bei Null bin. Und, also ich hab einfach nicht gut genug mitgezählt. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich im Opernhaus gespeichert habe. Darauf läuft's ja hinaus. Sonst habe ich ja nirgendwo gespeichert. Und das ist ein bisschen nervig. Denn ich könnte dieses Level immens verkürzen, würde ich speichern. Auf der anderen Seite ist das auch doof. Wenn man dieses Level halt richtig macht, ohne in absurde Probleme zu kommen, ist man in 20 Minuten durch, sollte ich noch dazu sagen. Insofern, naja. Wir schauen einfach mal, wie dieser Versuch wird. Da, diese Route bin ich doch eben auch geschwommen. Ich glaube, ich bin höher geschwommen. Weiß noch nicht, ob das jetzt den Einfluss... einen Einfluss darauf hatte. Naja, anscheinend schon. Okay, Hebel hier drunter. Weil erstmal Luft holen. So, Hebel hier drunter. Ich würde diese Anfangspassage so gern einfach skippen. Naja. Aber dann wäre es nicht das quälendste Projekt aller Zeiten. Also, das wäre ja auch irgendwie... Das ist ja auch was Besonderes. Irgendwie. Auf irgendeine komische Art und Weise. So, ins Flugzeug rein. In das Flugzeug hineingejumpert.
Zack. Und wieder raus. So, und dieses Mal am besten nicht von dem Ventilator gegessen werden. Das wäre schon ganz nice. Also einfach ganz tief schwimmen. Weiß nicht, jetzt könnte es mit der Luft irgendwie knapp werden. Hoffen wir mal einfach nicht. So, holen wir uns das Secret noch oder holen wir erst Luft? Gehen wir auf Nummer sicher. Das hier soll immerhin mein letzter Versuch werden. Und holen erst Luft. Ich hätte das Secret auch noch nehmen können. Naja. So, Secret, komm her. Ich mag dich. Du bist ein schönes, liebes, freundliches Secretlein. Oder? Tu mir bitte nicht weh, Secret. Danke. Okay, wir haben das Secret. Also, ehrlich, es ist ein bisschen absurd, weil eigentlich ist das hier eins der leichtesten Level im Spiel, aber irgendwie ist es für mich bisher so das Nervigste in diesem Projekt. Wobei ich glaube, im Opernhaus war ich ein bisschen verzweifelter, wie? Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ich hoffe, dass sowas wie das Opernhaus nie mehr passiert. Und wie gesagt, im Prinzip sind diese Unterwasserlevel, das hier ist jetzt natürlich noch nicht unter Wasser, aber ich zähle es dazu, weil es dieselbe Atmosphäre hat, sind diese Unterwasserlevel kein so großer Deal. Im Prinzip. Nur ihr wisst, wie das mit Prinzipien sind. Ihr wisst, wie das mit Prinzipien ist. Im Prinzip spielen sie keine Rolle. Ich hab's schon wieder gesagt, dieses mit dem Prinzip. Naja. Egal, raus hier. Hauen wir den Typen um. Mir fällt gerade auf, der Rückweg, den ich sonst immer nehme, ist ja ein bisschen doof, ne? Weil man kann auch hier durchballern. Hätte ich das mal früher gemacht. Weil der Rückweg, den ich sonst immer nehme, führt ja dazu, dass ich Leben verliere. Eigentlich immer. Aber von hier aus, wenn ich jetzt noch da drauf kommen würde, nur ich glaube, das geht nicht. Nein, und da bin ich auch schon im Wasser. Kann jetzt nur hoffen, dass ich den Typen nicht angelockt habe. Theoretisch kann ich auch in den Raum zurückfliehen, aus dem ich komme. Sind das Fenster? Okay, ich habe einen Treffer abbekommen. Das ist nichts. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was sonst immer passiert. Wenn wir den Typen jetzt auch noch um die Ecke kommen lassen. Okay, das hier ist nie besser gelaufen. Leute, das hier ist nie besser gelaufen. Bitte. Macht, dass es so bleibt. So, ich glaube, diese Fässer dort muss man gar nicht triggern. Okay, bester Versuch bisher. Jetzt darf ich es nur nicht vermasseln. Weil mit dem Leben, das ich jetzt habe, komme ich locker durch. Locker. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was dieser Hebel dort tut. Dieser Schalter. Oh! Shotgun-Typ um die Ecke. Sie hat lieber auf den Hund gezielt. Kommt der? Ja. Ist gar kein Shotgun-Typ. Die Shotgun-Typen sind viel, viel schlimmer. Wir sind aber auch auf der falschen Seite, glaube ich. Man muss erst nach rechts. Ja, hier ist das mit diesen... Nee, man muss erst mit rechts. Erst nach rechts. Auf der anderen Seite kann ich so ja schon mal checken, ob ich das überlebe. Weil das hier ist auch so ein Ort, wo man sterben könnte. Aber ich habe es überlebt. Okay. Allerdings, wie gesagt, erst nach rechts. In diesen lustigen Raum.
Ach nee, ich muss erst öffnen. So, hinter mir irgendjemand? Nope. Vor mir? Ich mag es nicht, mit den Pistolen zu kämpfen. Die Gegner halten alle, zumindest die Nahkämpfer halten einfach viel zu viel aus. Das ist so gefährlich. So, und jetzt habe ich nämlich in den Kommentaren einen interessanten Hinweis bekommen. Diese Tür, die sich vor uns geöffnet hat und die sich gleich verschließt, wenn wir näher kommen, ist tatsächlich ein Fenster ins nächste Level. Und zwar in einen, ich speichere und lade wegen dem Sound, in den Endabschnitt des nächsten Levels sogar. Und der ist brandgefährlich. Also, ganz ehrlich, der wird nochmal eine Gefahr. Brandgefährlich war auch das der richtige Begriff tatsächlich. Denn da laufen Flammenwerfertypen rum. Flammenwurftypen. Typen, die Flammen werfen. Oh! Nee! Oh, okay. Okay. Der hat mich jetzt gerade überrascht, weil ich wusste nicht mehr, von wo er kommt. Wusste nicht mehr, dass er von hinter mir kommt. Okay, ist hier jemand? Nope. Also ein bisschen Magnum, Automatikmunition und hier noch ein paar Harpünchen. Harpünchen! Und dann haben wir auch gleich bessere Waffen. Links lang. Dieses Bett, glaube ich. Ne, die Waffen liegen irgendwo anders. Da haben wir den Schalter. Der ist aber zeitgesteuert. Macht keinen Sinn, ihn jetzt zu drücken. Harpunengewehr. Schön. Und ich glaube, am Anfang liegen dann... Da liegen die Automatics. Okay. Taste 3? Yep. Danke. Ich habe, wenn ich mit den Shortcuts agiere, immer Angst, dass ich versehentlich ein Medipack ausrüste. Bisschen absurd, aber es ist halt so. So. Jetzt wieder dahin. Yay. Och da. Dreidisch. Und Splüng. Danke dafür. Ich wollte gerade speichern. Okay, rückwärts. Stimmt, da ist eine Leiter und so. Und das lustige Kistenrätsel. Yay, das lustige. Es ist doch lustig, seht ihr das nicht? Habt gefälligst Spaß, es ist mega lustig. Ich kann dieses Level nicht mehr sehen. Ist aber bei jedem Level das gleiche. Ich komme relativ gut durch, dann sterbe ich einmal, dann kann ich das Level nicht mehr sehen. Das war ja schon in Venedig derselbe Scheiß. Bartolis Versteck ging ja, glaube ich, ausgesprochen gut. Im Vergleich zu Venedig. Oder? Wie war Bartolis Versteck nochmal? Nee, ich glaube, das ging ganz gut. Nee, das war auch ein Albtraum. Also kurz gesagt, bisher war jedes Level ein Albtraum und ich kenne jetzt jedes Level besser als je zuvor. Ich erinnere mich gerade gar nicht, wo der graue Drache war. Also den grünen haben wir, den grauen... Hoffe, den kriegen wir noch. Nicht, dass ich an ihm vorbeigeschlendert bin. So, hier um die Ecke kommt ein fieser Typ, stimmt das? Ja.
Genau, und da oben ist der graue Drache, ich erinnere mich. So, der ganze Umweg nur für diese kleine Karte, die rote. Es kann sein, dass ich hier ein bisschen rumschnibbel in diesem Part übrigens. Bei Leitern und sowas, einfach um es zu verkürzen, weil ihr habt das alles oft genug gesehen. So, der Medipack. Der Secret. Der übrigens auch den nervigen Sound aus dem Weg räumt. Zumindest kurz. Ambient Sound und so. Das Ambiente. Stimmt, das ist jetzt nur der Rückweg. Und mit Hilfe der lieblichen roten Karte, die sich nun in unserem Inventar winselnd herumkräuselt, sind wir in der Lage, diese Tür da zu öffnen. Yay. Nicht diese, sondern jetzt links. Halt dann auch mal. So, die Kisten habe ich getriggert. Hier links müsste jetzt, genau. Ja, und direkt mal gucken, ob hinter mir ein Gegner spawnt. Ach, das ist jetzt der Raum. Okay, der Raum war ja auch krass. Erstmal gucken, ob hinter mir einer ist. Ich erinnere mich wieder. Hinter mir ist einer. Ja, genau dieser Typ. Wenn man weiß, wo sie kommen, sind die tatsächlich gar kein Problem. Nur das, was einen immer tötet in Tomb Raider 2, wenn man mal durch Gegner stirbt, das, was einen immer tötet, sind diese Überraschungsmomente, wo man einfach nicht weiß, was jetzt, ne? Was jetzt die Sache ist. Wie man so schön sagt, wenn man ein Spacken ist. Speichern. Also wegen Soundbug. Speichern, laden. So. Bam. Und wisst ihr, so hätte halt schon unser erster Versuch laufen können. Naja, ich sollte den Tag nicht vom Abend loben. Es kann immer noch alles schief gehen. Also alles. Das zum Beispiel. Lauf da nicht weiter. Zack. Jetzt nochmal auf die andere Seite. Yay. Sie haben es aber auch raus. Die wenigen Kistenrätsel, die es gibt, also das ist zumindest mal was Positives, es sind ja relativ wenige im Vergleich zu 1 und 3. Aber die wenigen, die es gibt, sind dafür maximal nervig. So. Ich glaube, da oben wartet ein kluges, liebes Kerlchen auf uns. Mhm. Ja, stimmt. Die Shotgun-Heinis. Die haben ja eine geringere Range als ich. Zumindest bilde ich mir das ein. Ich hoffe sehr, dass ich es mir nicht einbilde, weil das ist ein schönes taktisches Element. So, damit haben wir jetzt Wasser da reingefüllt. Nichts Neues an sich. Ja, leider. So, das hier wird leicht tricky. Wir müssen so hier runter, dass wir da an der Seite auf die Kiste fallen. Geschafft. So kriegt man nämlich keinen Schaden. Wenn wir uns jetzt rückwärts runtergelassen hätten auf den blauen Boden, dann hätte das uns, glaube ich, Schaden gegeben. Und zwar nicht gerade wenig. So, da ist das Leiterchen. Leiterlein, yay. Dachte eigentlich, da kann man hoch. Vermutlich kann man es auch. Ja, nur anders springen.
So, da darf ich, glaube ich, nicht runterfallen. So, und jetzt darf ich den Weg nochmal zurücklaufen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, eigentlich ist das hier auch wieder so ein totaler Abfuck, wo man einen und denselben Weg 10-mal betritt. Also Backtracking-mäßig. Weil wir dürfen jetzt wieder die Kiste hoch und nachher wieder die Kiste runter. Naja, wie gesagt, wenn man normal spielt, fällt einem das nicht negativ auf. Weil dann ja auch ein paar Tode dazwischen liegen, die einen ein bisschen ablenken. Ja, weiß nicht, ob das positiv ist. Waffe. Keiner hier. Wir sind im letzten Raum. Geil, geil, geil. So. Jetzt ist es mir das letzte Mal gelungen, die beiden Taucher zu töten von hier aus. Und ich würde das dieses Mal gerne wieder tun. Außerdem... Da müssen wir lang. Erster Taucher tot. Es sind zwei, habe ich so noch im Kopf. Weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich hoffe es. So, hier um die Ecke bestimmt irgendwelche Ballermänner. Nein. Cool. Kein Taucher zu sehen. Ah, Plattformen, bitte. Danke. So, als hätten die die Plattformen mir jetzt geholfen, wirklich. So, da ist ein Typ. Der uns aber von da hinten, glaube ich, gar nicht treffen konnte. Da schießt jemand Harpunen. Von da. Zweiter Taucher tot. Okay, das mit den Tauchern hat funktioniert. Die werden kein Problem mehr sein. Wir könnten jetzt theoretisch da schon runter und das Secret holen. Ich will das aber nicht tun, während da oben noch Leute rumlaufen. Denn die können von da oben nach unten schießen und sind eine richtige Gefahr. Okay, da liegt unsere Schrotflinte. Hinter mir, nix. Vor mir, da um die Ecke. Aber ein Shotgun-Typ. Komm schon. Also, so gut ist es bisher noch nie gelaufen. Ich hatte noch nie an dieser Stelle so viel Leben. Das ist Fakt. Okay, noch ein Shotgun-Typ. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Hi. Yay. So. Okay, er hat die Chipcard, die wir brauchen. Oder? Oder? Brauchen wir eine Chipcard? Und seit wann das denn? Also das da oben ist auf jeden Fall der Rückweg. Wir brauchen gar keine Chipcard. Doch, wir brauchen eine Chipcard, um die Tür zu öffnen. Um eine Tür zu öffnen. Irgendwas von dir, irgendwas Cooles? Leider nicht. Aber direkt unter uns das Secret. Le Secret, wie man im Französischen sagt. So. Zeit für das Secret. Weiß gar nicht, wer mich da angriff. Waren das Ballermänner oder waren das welche, die draufhauen? Ich wünschte, ich wüsste's. Wo geht's eigentlich hier hin? Ach, das ist ja ein Viereck. Wir sind dann wieder am Anfang, sozusagen. Okay, da steht keiner drauf. Also runter da. Entschuldigung dafür. Bin nur irgendwie, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen.
Weiß nicht, woran das im Moment liegt. Okay. Da ist keiner. Noch nicht. Und jetzt taucht einer auf von irgendeiner Seite. Noch nicht. Noch nicht. Ich dachte. Da! Verdammt, der hat mich erwischt. Okay, ich konnte den zweiten noch abballern. Wir gehen nochmal drum herum. Einfach um sicher zu sein. Ja, völlig absurd, wie sie auch aus dem Nichts gespawnt werden. So, wir nehmen das Secret und jetzt tauchen noch welche auf. Nee. Tun sie nicht. Okay, und ab diesem Moment könnten wir halt theoretisch speichern. Aber ich weiß, dass ich besonders für das Level mit dem Fahrzeug, das man steuert, ich brauche dafür Saves. Das dauert jetzt zwar noch, aber ich muss ja irgendwann anfangen, die zu sammeln, ne? Also wir müssen jetzt durch diesen Nervenkitzel durch. Außer wir kommen an eine Stelle, wo ich dann sehe, hey, das ist jetzt doch zu riskant. Aber ich denke, wir schaffen das Level in diesem Durchlauf. Das ist das Ziel. So, hoch da. Okay. Ich bin ein bisschen angespannt. Ich möchte nämlich gerne das nächste Level sehen. Das nächste Level dürfte Maria Doria sein. Falls ja, freue ich mich schon drauf. Also wirklich, war ja lang nicht mehr dort. Und im letzten LP hat mir dieses Level halt den Verstand geraubt. Nee. Ich habe mich übrigens geirrt. Das nächste Level ist leider nicht Maria Doria. Das nächste Level ist der Bohrturm. Ein Level, bei dem ich glaube, dass es in diesem Versuch sehr schwer wird. Im letzten war es nicht so schwer. Nicht so schwer, wie es in diesem wird. So, wir nehmen die Uzis. Es geht hier sehr weit hoch. Wäre so eine typische Stelle für Steine oder Fässer oder ähnliches. Es geht sogar noch weiter hoch. Boy, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, jetzt die Sache. Sobald ich da runter... Ich kann so einfach runtergehen. Sobald ich da bin, ballern. Zack. Das hätte... Wenn ich das beim letzten Mal gemacht hätte, hätte ich es überlebt, Mann. Hätte ich es überlebt. Dann wäre ich jetzt schon durch. Naja. Wer soll's. Okay. Ach, jetzt ist hier wieder seitlich. Oh Gott, hoffentlich klappt das. Danke. Okay, wir müssen noch einmal in den Kontrollraum. Ja, da können wir einfach schwimmen. Schwimmeln. So, hier sind jetzt sowieso irgendwelche Typen. Nee. Wir hätten gar nicht runtergemusst. Wir müssen von oben in den Kontrollraum. Also genau da hoch, wo ich eben mein Leben einmal riskiert habe, um runterzukommen. Danke dafür. Und das Lustige ist, danach müssen wir, glaube ich, nochmal runter. Nee, müssen wir nicht. Geht so nicht. Das wäre unlogisch. Ja, hier muss die Karte rein. Die grüne Karte, yay. Es wird alles gut. Wir haben unsere Green Card in die Happiness. Ja, und das Rätsel fand ich immer super, weil
Weil es halt leicht griffig und doch dann kompliziert ist. Wenn man es das erste Mal macht, muss man erst verstehen, was jetzt die Signifikanz dieser Tür ist. Wir können das Wasser nämlich aus dem anderen Becken jetzt rauslassen, trotzdem hier drüben sein und so eins weiter. So. Ich mal gucken, ob da unten was liegt. Nein, allerdings. Und da kommt eine Tauchpassage. So. Jetzt könnte es bei der Tauchpassage sein, dass wir es mit dem Taucher zu tun bekommen. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Ist jetzt rein geraten. Okay, wie lang ist die Tauchpassage? Hätte ich nachgucken sollen. Oh, da ist sie schon vorbei. Muss es nur schaffen, durch dieses Gitter zu kommen. Okay, hier kann jetzt sonst was kommen. Also... Oh! 28 Minuten, gefundene Geheimnisse alle. Ich habe nicht gespeichert, heißt, ich habe jetzt noch ein Save. Mindestens einen, vielleicht sogar zwei. Ich habe halt die Werte von vorher nicht. Besiegte Gegner 20. 400 Schuss gebraucht, fast alles Treffer. Kein Medipack, wie immer. Und 2,13 Kilometer geistige Distanz. So, der Save vom Anfang des Levels, der ja kostenlos ist. Und dann rennen wir mal ins Level rein und gucken uns die Ausgangssituation an. Ja, da ist direkt ein Ventilator. Schön, oder? Ich glaube, wenn wir zu dem Hebel da unten springen, werden wir auch direkt zerschreddert. Wir müssen erstmal an diese Leiter. Ich will mir nur das Level wieder ins Gedächtnis rufen gerade, also... Ich glaube nicht, dass wir es in diesem Versuch packen oder so. Ein Wahnsinn. So, das schaltet den Ventilator aus. Wäre cool gewesen, wenn es so die Möglichkeit gäbe, den Save vom Levelanfang zu verzögern. Dann würde ich den nach dieser nervigen Passage machen. Aber das ist in den Regeln nicht so vorgesehen. So, wo kommt man hier hin? Hier gäbe es Granatenmunition. Das war's aber auch. Das lohnt sich aber trotzdem. Man kann nicht behaupten, dass es sich nicht lohnen würde, diese Granatenmunition aufzuheben. Bla bla bla. Vorbei an die Luft, du. Luft, du. Die Luft, du. Sage ich jetzt mit vollem Ernst. Und erfüllt mit Stolz die Luft. So, können wir hier hoch. Sind wir recht glücklich drüber. Na, lass direkt mal die besseren Waffen benutzen. Macht ja sonst gar keinen Sinn. Na, der ist vorbeigekommen. Okay, den Raum muss ich mir merken. Der Raum ist gefährlich. Der Raum ist sowas von gefährlich. Hier geht's ins Wasser runter. Was war das denn nochmal? Ach, schau mal, das war der Raum, von dem ich nicht weiß, welchen Zweck er hat. Ach, das ist, wenn man ins Wasser fällt. Einfach der Rückweg. Okay. Also ganz ehrlich, je nachdem wie gut dieser Versuch jetzt läuft, werde ich vielleicht dann sogar speichern. Mit Fug und Recht. Und das wäre irgendwie sehr schön. Also das Ding ist mittig. Der Haken ist mittig. Wenn man hier an die Seite springt, kriegt man, glaube ich, keinen Schaden. Anders als der Knupp da hinten, der hat einen Schaden. Okay, man kriegt doch Schaden. Gibt es eine Möglichkeit, keinen Schaden von diesem Haken zu bekommen? Vielleicht, wenn man aus dem Stand springt irgendwie? Na, zeig es mir. Spring aus dem Stand.
Okay. Ja, das hätten wir. Also das ist die Methode, um hier keinen Schaden zu bekommen. Jetzt warten wir, bis der Haken da hinten ist. Und springen dann ab, wenn er da drüben ist. Okay. Gut. Dann wird wenigstens diese Passage nicht mehr so nerven. So, hier war jetzt noch ein netter Typ mit einem Baseballschlag. Wo ist denn der? Ach da, hi. Tschüss. Wieso kann der da hochlaufen? Ist der bekloppt? Also, jetzt mal ganz im Ernst, der ist ja auf dieser Schräge hier gelaufen. Ja, und die Fackeln, die er hat, bekommen wir jetzt nicht mehr. Ach, was soll's. So, da wartet auch schon das Secret auf uns. Yay, war jetzt irgendwie nicht so schwer zu finden. So. Jetzt den richtigen Moment erwischen. Wäre geil. Na gut. Das war's also für diesen Versuch im nächsten Level. An der Stelle weiß ich gar nicht, wie man da rüberkommen soll. Das werde ich sowas von nachschlagen, weil macht ja keinen Sinn, immer bis hierhin zu spielen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.